Ein schleimtastisches Hallo, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist immer wieder soweit. Ich sitze hier mit meiner Minecraft-Kaffeetasse, habe wieder ordentlich Kaffee-Intos und sitze hier am relativ frühen Morgen, um euch wieder so ein paar Sachen mitzuteilen. Also, das hier ist wieder so ein klassisches Infovideo, wie ich das ein oder andere Mal schon gemacht habe. Einfach, um euch nochmal zu updaten, was meine Person, meine Projekte, mein Kanal und andere Dinge angeht. Also, wenn mir irgendwas am Herzen liegt oder viele Fragen aufgekommen sind oder es neue Infos zu irgendwas gibt, dann droppe ich eigentlich immer so ein Video hier. Und das ist heute am Sonntag, denke ich mal, ganz entspannt. Also könnt ihr euch einfach zurücklehnen, zuhören, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich auch wieder abschalten, wenn euch nur Minecraft-News oder so interessieren. Jedenfalls geht es heute um mehrere Dinge. Erstmal um allgemein so ein bisschen über den Channel. Dann geht es auch nochmal um Craft Attack 9. Da kamen auch sehr viele Fragen auf Instagram. Die Leute wissen schon Bescheid, glaube ich jedenfalls die meisten. Auch wegen Mystery 2 haben nochmal sehr viele Leute gefragt. Also Minecraft Mystery. Und es gibt auch Neuigkeiten zu einem eigenen Podcast. Und natürlich auch wieder zu Slimeunity. Also da gibt es jede Menge neue Bilder. Auch ein paar neue Infos, die ich euch gerne mitteilen würde. Weil dann natürlich auch sehr, sehr viele Leute zu Recht fragen. Aber wir arbeiten da immer noch auf Hochtouren an diesem Server. Weil wir wollen ja auch, wie ich schon oft gesagt habe, dass dieser Server perfekt wird. Also für uns perfekt. Es kann eigentlich nicht perfekt werden. Es gibt immer irgendwas zu verbessern, dran zu arbeiten, aber wir versuchen das Bestmögliche aus dem Release auf jeden Fall zu machen, aus User-Sicht natürlich und natürlich auch aus unserer Sicht, damit das alles auch gut wird auf jeden Fall. Starten wir einfach mal zunächst einmal mit einem fetten Dankeschön. Also wir sind ja mittlerweile bei 277.000 Abonnenten, wir sind jetzt wieder knapp vor 278.000, das geht momentan wieder relativ schnell, also sobald ich aktiv Videos mache, ist das natürlich immer ein bisschen besser. Dafür erstmal ein ganz großes Dank an alle Leute, die immer noch dabei sind, neu dabei sind, von sich aus dabei sind, die auch Interesse an mich haben, an der Person halt da selber und nicht nur an den News. Danke auf jeden Fall dafür, das bedeutet mir immer sehr viel. Cool, dass du auch gerade hier bist, cool, dass du meine Videos bewertest, wie auch immer, abonniert hast, kommentierst, einfach an meinem Leben teilnimmst, auf YouTube, wie auch immer. Das ist sehr, sehr cool, da bedanke ich mich recht herzlich für. Wir haben jetzt den 7.11. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass wir dieses Jahr noch die 300.000 knacken, davon unabhängig, aber ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ich habe schon dieses Jahr mehr erreicht, als ich eigentlich gedacht habe oder gehofft habe. Deswegen ganz, ganz großes Dankeschön erstmal an der Stelle an dich. Genau an dich da draußen. An dir? An dich. Es ist früh morgen, ich kann kein Deutsch. Die zweite Sache, oder wir können eigentlich die beiden der zweiten Themen direkt miteinander kombinieren. Also erstmal Craft Attack 9, da habe ich auch schon mit Spark drüber gesprochen, bevor die erste Folge aufgenommen wurde, eine Woche oder anderthalb Wochen davor habe ich mit ihm gesprochen, dass ich gerne dieses Jahr auf jeden Fall erstmal pausieren möchte. Es ist einfach so, ich habe selber noch sehr viel vor momentan. Also ich habe ja dieses 25 Tage Hardcore-Projekt, also 100 Tage insgesamt. Und das kommt ja jetzt nächste Woche auch wieder. Und ich wollte noch ganz, ganz viele andere Sachen machen und auch mal probieren und mich einfach mal darauf fokussieren, weil es war mir jetzt wichtig, dass ich hätte sehr gerne bei Craft Attack 9 mitgemacht, muss ich ganz klar sagen. Geiles Projekt, auch vor allem 1.18 Update, wäre voll mein Fall gewesen. Aber ich habe mich einfach dagegen entschieden, aus dem folgenden Grund. Ich wollte nicht, dass ich jetzt neben meinen anderen Projekten, die ich noch so vorhabe, dass Craft Attack im Hintergrund irgendwie stattfindet oder halt die anderen Projekte, weil dann wäre es wieder ein Craft Attack Projekt geworden von mir, was dann wieder inaktiv wird nach 1, 2, 3 Wochen oder sowas. Weil ich habe auch noch andere Dinge, sehr viele Dinge momentan zu tun, was Real Life angeht. Und das dann unter eine Kappe zu bekommen, das wäre sehr schwer geworden. Deswegen will ich euch das nicht antun, dass ihr jetzt denkt, hier kommt Craft Attack 9 und dann kommen da 3, 4 Folgen und ihr wartet sehnsüchtig auf die nächste Folge und dann kommt da jetzt erstmal wieder 2 Wochen nichts. Das will ich einfach nicht. Und dann habe ich zu Spark gesagt, ich mache erstmal Platz für wen anders. Dann können da Leute mitmachen, die noch nie mitgemacht haben und dementsprechend auch motivierter vielleicht oder mehr Zeit für diese Sache haben. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich da erstmal verneint habe. Ich kann aber jederzeit dazukommen, das ist kein Problem. Also Spark ist da immer sehr freundlich. Besten Dank auf jeden Fall an dich, mein Lieber. Das ist kein Problem, aber erst einmal Craft Attack 9 bei mir jedenfalls nicht. Was gleichzeitig auch noch so ein Projekt ist, was viele Leute immer noch fragen, ist Mystery 2. Da muss ich ganz klar sagen, da bin ich halt auch nicht dabei. Also da haben wir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr drüber gesprochen, Lars, Kroko und ich. Also das ist aber auch schon jetzt längere Zeit, steht das eigentlich fest. Deswegen wundert es mich immer wieder, dass die Leute das noch gar nicht wissen. Also soweit ich weiß, ist der Iosa dabei und noch einer aus der Community selber. Und Lars und Kroko natürlich, also 4 Leute. Ich aber nicht. Also dass ihr da auch Bescheid wisst, dass ich nicht bei Mystery 2 dabei bin. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Monaten gesagt. Öfter schon mal auf Instagram beantwortet in so Fragerunden. Aber nicht, dass ihr das jetzt erwartet, dass es bei mir kommt und dann kommt es nicht. Also ich bin gar nicht dabei. Es ist einfach jetzt Ende im Gelände mit diesem Thema. Dann brauche ich das auch nicht mehr beantworten. Aber der Herz. Das nächste coole Thema ist auch so ein kleines Herzensprojekt momentan, muss ich sagen. Und zwar habe ich mich mit meinem besten Freund, also wirklich mein bester Freund, den kenne ich jetzt seit
16, 17 Jahren, ich bin 24, also schon ja, einen Großteil von meinem ganzen Leben hingesetzt und wir haben einfach mal einen Podcast aufgenommen und den haben wir Slimecast getauft. Wir haben momentan nur die Aufnahme, wir sind auch momentan daran am Arbeiten mit dem Label auf Spotify, Deezer und wo man das alles releasen kann. Also wir hoffen, dass wir den im Dezember auf jeden Fall raushauen auf allen möglichen Plattformen, auch auf YouTube, ne, als YouTube-Video, weil viele wollen ja die anderen Plattformen nicht benutzen, verständlicherweise, kann man ja auch verstehen. Dementsprechend kommt es eigentlich überall, wo man sich das irgendwie reinziehen kann oder so. Und wir sprechen da natürlich über unser Leben, über mein Leben, über YouTube, natürlich auch viel über Minecraft, also über alles Mögliche, dass da für jeden irgendwie was dabei ist. Wir haben jetzt gestern die erste Folge aufgenommen, knapp über eine Stunde geht die auch über unser Leben und alles drum und dran. Und wir haben auch schon mal eine Instagram-Seite erstellt, also falls ihr Instagram haben solltet und euch das Thema interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und da werden dann auch Updates gepostet und Neuigkeiten. Das ist eigentlich fast das Gleiche, aber sobald es irgendwas Neues gibt, werdet ihr da natürlich als Erster das Ganze dann auch erfahren. Es wird cool, es wird sehr spannend, es wird sehr lustig. Wir haben uns gestern schon teilweise kaputt gedacht bei diesem Podcast. Also, Mann, also das war echt schon lustig. Seid gespannt. Ich hoffe, dass wir den im Dezember noch releasen können, ohne Probleme auf allen möglichen Plattformen. Ja, das letzte große Thema ist natürlich wieder einmal Slimeunity. Slimeunity, wenn die Leute das nicht wissen, ist mein eigener Bedrock-Server. Also zunächst einmal wird es nur ein Bedrock-Server. Das heißt, alle Bedrock-Plattformen, PlayStation 4, PlayStation 5 mittlerweile auch, die Xbox-Konsolen, die Nintendo Switch, Windows 10 Edition, Pocket Edition, alles, was mittlerweile dazugehört, kann dann auf diesen Server sozusagen joinen, beitreten, whatever. Und der ist momentan in Arbeit. Und es ist auch so ein riesiges Herzensprojekt, muss ich sagen. Denn ich habe selber immer hohe Erwartungen an einem Server, wo ich drauf joine. Und jetzt sitze ich halt selber an den Zügeln mit ganz vielen anderen Menschen natürlich auch. Wir sind ein großes Team, um halt dann diesen Erwartungen auch ja, gerecht zu werden. Und wir haben auch sehr, sehr viel Feedback schon in der Vergangenheit gesammelt von euch da draußen. Ihr hattet auch viele Wünsche, Vorschläge, Ideen. Dafür erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir sind ganz, ganz auf wirklich ganz viel auf euer Feedback eingegangen. Also setzen uns da teilweise hin und gucken dann, was könnte man auch für Pets machen? Was könnte man an der Lobby noch verändern und hier noch machen? Ich kann aber hier mal so ein paar Bilder einblenden. Also hier unter anderem gibt es so ein paar Bilder von dem Modus Slime Party. Slime Party, da könnte es vielleicht schon bei einigen Leuten klingen. Das wird natürlich sowas wie Mario Party, aber ja, ein bisschen individueller. Natürlich auch auf den Server angepasst. Es hat etwas auch mit dem Slime zu tun, ne, dass man gar keine Würfel hat, sondern ne, ihr werdet es sehen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ganz, ganz viele Minigames, natürlich auch angepasst, also wie man das halt so kennt. Es ist natürlich im klassischen Sinne so ein Party-Game. Mit Freunden kannst du da rumspielen und dann wieder so ein Spielbrett hin und her. Und wer als Erster ja das sozusagen komplett hat, ist natürlich der Sieger. Und durch viele Gewinne in den Minigames logischerweise wirst du immer besser und auch weiter oben gerankt, wie auch immer. Also das wird auch sehr cool, freue ich mich schon sehr drauf. Hier dann allgemein nochmal so ein paar Bilder zur normalen Lobby, die da so ist. Und die wird auch sehr, sehr sick und sehr, sehr schön aussehen. Die ist jetzt auch komplett fertig, nahezu, soweit ich weiß. Ich bin immer der Letzte, als er fährt. Nein, Spaß beiseite. Aber das wird so auch sehr, sehr clean und sick aussehen. Und wir wollen natürlich auch auf euer Feedback eingehen. Viele wollten Easter Eggs haben, Pets haben, so eine Art Parcours haben, ein Zeitvertreiben in der Lobby. Und dafür werden wir natürlich auch sorgen, dass ihr da ganz, ganz viel Spaß habt und auch, ich sag mal, auch so einen Grund habt, warum ihr jeden Tag auf diesen Server spielen wollt. Also wir wollen natürlich nicht nur bei Release, da wird der Server wahrscheinlich explodieren, ganz viele Leute werden draufgehen, sich den angucken und dann nach und nach entscheiden, ist dieser Server was für mich oder nicht. Und dann logischerweise sieht man dann, wie viele Leute in den nächsten Monaten aktiv darauf spielen. Und wir wollen natürlich dafür sorgen, dass ihr Spaß habt und dass so viele Leute wie möglich draufbleiben, damit wir auch das Servernetzwerk erweitern können, immer wieder besser werden, denn je mehr Leute, desto mehr Feedback und desto mehr ja, Features können wir einbauen oder integrieren und desto besser wird dieser Server halt einfach. Da müssen wir einfach mal abwarten. Was auch immer sehr viele Leute fragen, wie kommt man auf diesen Server mit PlayStation 4 und Switch? Es gibt Möglichkeiten, aber man kann ihn halt nicht zur Liste hinzufügen. Das geht auf den Konsolen leider nicht. Man muss es halt mit einer App machen, mit dem PC machen, also man muss da was einstellen und kann dann auf der PS4 drauf joinen. Das geht schon. Da werde ich dann auch ohne Ende Tutorials zu hochladen, sobald der Server released ist. Gibt es auch jetzt schon auf YouTube, wenn ihr das mal nachschaut. Habe ich auch schon mal hochgeladen. Aber das ist gar nicht mal so schwer. Das geht auch. Keine Sorge. Ihr könnt alle drauf und ihr sollt auch alle drauf. Da würde mich sehr freuen. Und ich bin schon sehr gespannt. Und zum Thema Release. Wir hoffen auch, das ist ganz wichtig, dass wir das noch vor Weihnachten vielleicht raushauen können. Wir wollen natürlich gucken, dass die ganzen Modis auch funktionieren und auch gut laufen ohne Probleme. Es wird zwar nicht alles komplett hundertprozentig perfekt laufen, denke ich mal, aber vor Weihnachten, so da im Dezember um den Dreh,
werden wir das, denke ich mal, schon schaffen. Und ich hoffe es natürlich auch. Aber allgemein kann ich euch nur empfehlen, Instagram-Seite abzuchecken, Twitter-Seite abzuchecken von Slamunity. Da kommen dann halt auch immer Updates, Neuigkeiten und natürlich auch immer ganz viele neue Bilder, bevor ich so ein Video hier überhaupt aufgenommen habe. Das gibt's übrigens immer noch, ne? Kleine Werbung am Rande. Okay, ich lasse die Werbung. Okay. Nein, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für heute. So ein kleines Quatsch-Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie gefallen. Falls ihr noch Fragen haben solltet oder, weiß ich nicht, Vorschläge, Ideen, Wünsche, um Gottes Willen, ich sehe so furchtbar aus, bin ich auch gestanden. Eieiei. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde. Ciao.